Hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier auf YouTube zur nächsten Folge, zur vierten Folge Valheim Ashlands, auf dem Weg zu den Ashlands. Gerade in der letzten Folge haben wir Eiktür gelegt und waren dann wieder auf dem Weg nach Hause. Ich habe gemerkt, dass ich außersehen die falschen Einstellungen gewählt hatte. Somit gab es automatische Folgenlänge, die ich vergessen hatte zu deaktivieren. Deswegen tut mir es leid, wenn der ein oder andere Übergang der Folgen grausam wird. Aber jetzt habe ich den Fehler beseitigt. Ich habe den Haken rausgenommen und von daher habe ich jetzt wieder die volle Kontrolle über die Folgenlänge. Folge 4. Wir haben Eiktür gelegt. Wie haben wir Eiktür gelegt? Ziemlich bescheiden. Also ich dachte, ich mache das ein bisschen souveräner. Pfeifedeckel souverän, würde ich sagen. Da war gar nichts souverän, war da. Das Einzige, was das war, war souverän absolut daneben, ja. Das würde ich souverän nennen, aber habe ich nichts mehr zu essen, Leute? Nö, wir haben echt nichts zu essen. Hier sind unsere Schätze. Ja, gut. Dann machen wir das Rohessen mal hier drin. Ja? Gut. Weiter geht's. Was ist denn hier los? So viele neue Sachen. Toll, toll, toll. Also. Ja, den Bogen weiß ich noch nicht, ob ich den noch haben will weiterhin. Ich lasse ihn erstmal weg. Das will ich mir sparen. Feuersteinmesser möchte ich mir, glaube ich, sparen. Wir bräuchten die Werkbankstufe 3, wäre ganz cool. Dafür brauchen wir Leder und Hirsch haben wir. Wir brauchen Leder. Wir brauchen Leder. Na gut. Wir brauchen Leder. Wir brauchen Leder, Leder, Leder. Da wir Leder brauchen, schnappen wir uns hier gleich Leder. Fertig. Habe ich mir hier. Machen wir gleich das hier noch. So. Dann bauen wir uns eine Geweihspitzhacke. Und Kernholz brauchen wir. Kernholz, Kernholz. Und noch ein Reh. Mhm. Machen wir. Alles klar. Machen wir hier hin. Hier hin. Schätze. Trophäen. Pfeile. Ich glaube, wir machen uns noch eine Kiste. Natürlich fehlt uns das Holz. Na gut. Also. Gefiecht brauchen wir. Gefiecht. Funktioniert alles. Ich werde so drüber schmeißen. Nein, wieder zu kurz. Ach, das mit dem Speer, Leute. Das nervt mich schon ein bisschen. Ich hole mir einen Bogen. Wir machen uns einen Bogen. Das dauert einfach noch zu lange, bis ich wieder drin bin und jedes Mal da einen möglichen Fang zu verlieren. Also, wir brauchen Holz und wir brauchen auf jeden Fall Leder. Also besorgen wir uns Leder.
Ach, Schweck. Wir hatten ja irgendwo in der Richtung. Sag ja, das Vorhalt mit dem Speer ist schon schwieriger wie mit dem Bogen. Ah, guck mal da hinten. Schweinsgieß. Das finde ich gut. Wieder daneben. Aua! Lass mich doch mal meine Waffe wählen. So, jetzt. Könnt ihr mich angreifen. Wenn ihr eine Waffe habt, dürft ihr mich gerne angreifen. Meine Herren. Diese Ungeduld. Autsch. Nein, lass mich, du hast einen Stern. Geh erstmal da rein. Lass die mich da in Ruhe lassen. Alter Schwede. Oh. Okay, ich muss wieder rein. Okay, das ist unfair, dass die jetzt da alle stehen. Oh. Uff. Uff. Okay. Hoppla. Ja, zwei Sterne. Zwei Sterne, komm. Klar hast du zwei Sterne. Ah, ich bin nicht zurückgekommen. Chat, warum probiere ich es denn überhaupt erst? Warum bin ich denn so doof? Warum bin ich so doof? Warum? Warum probiere ich es denn? Leute. Und ich sag schon wieder Chat vor allem. Mann. Ich bin absolut im Stream drin. Apropos Stream, wenn ihr Bock habt. Gerne auch. Ich sag mal, unter Vorbehalt Montag bis Freitag auf jeden Fall. Meistens, wenn nichts dazwischen kommt, irgendwo zwischen 18 und 19 Uhr auch auf Twitch gerne vorbeigucken. Der Name ist derselbe. Und da könnt ihr dann live dabei sein, wenn wir die verschiedensten Spiele antatschen. In nächster Zeit wird es wahrscheinlich eher auf Spiele hinauslaufen wie Asgard. Also im Stream wird es aktuell erstmal kein Valheim geben. Das möchte ich dann, da mache ich dann schon den Unterschied. Hör doch auf immer, Junge. So, jetzt. Ui. Mit wem kämpft es da?
Ich bin doch rückwärts gelaufen. Chat schon wieder. YouTube. Nervt. Mann, ich kann's aber auch nicht lassen, ne? Ich habe hier drin eigentlich noch gar nichts zu suchen. Ich habe noch nicht mal eine Rüstung angezogen. Aber ich bewege mich aktuell wie so ein Legastheniker. Aber in dieser Folge machen wir definitiv dieses Dungeon in Anführungszeichen. Ich will eigentlich Schweine, ich will eigentlich Leder holen. Geil, ne? Klappt ja wieder super und wieder ohne Essen los. Das ist genau das, was mich so ausmacht in dem Spiel. Ich kriege am Anfang so auf die Nase, weil ich es einfach nicht in Ruhe mache. Weil ich immer gleich alles haben will und das am besten schnell. Und deswegen holen wir jetzt unsere Sachen daraus. Und entspannen uns mal eine Runde. Mann, Junge, 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 Junge. Und dass die hier immer noch rumlaufen, das ist für mich jetzt nicht unbedingt schöner. Die hätten auch schon weg sein können. Achso, jetzt ist natürlich auch noch meine Rüstung hinüber. Na klar. Ach Mann, das ist schlimm. Wir machen es so. Ich nehme das jetzt schnell mit. Ich kann es nicht aufnehmen. Egal. Ach, jetzt lass mich doch... Hey, Leute, ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Sag mal. Mann. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich das nicht auf... Warum nehme ich... Moment. Das habe ich doch abgestellt. Nö. 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 Passt. Hatte ich nicht. Wow, bin ich außer Übung. Meine Herren. Kann es ja wohl nicht wahr sein. Da kriegt er ja was geboten heute in der Folge. Oh. Ihr wisst schon, dass ich es probieren will, ne? Nein. Machen wir nicht. Nein. Nein, 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 YouTube. Nein. Nein, 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 nein. Wir machen es nicht. Wir machen das so, wie es sich gehört. Wir tun uns erstmal ein bisschen aufpäppeln. Ich sollte das nicht tun. Nein, ich sollte es nicht tun. Ich habe mir vorgenommen, das Spiel ein bisschen anders da anzugehen. Ich versuche es zumindest anders da anzugehen. Und deswegen, nein. Machen wir nicht. Zumindest keine 2-Sterne-Skelette. Nein, meine ich. Will ich nicht. Meine ich. Nö. Nein, 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 nein. So, irgendwo. Da haben wir es. Wir werden mal braten erstmal. Und dann kann es weitergehen. Haben wir denn? Nein, wir haben noch kein Kernholz besorgt. Gut, dann heißt es Kernholzen und alles, was so
dazugehörend besorgen. Immerhin. Immerhin haben wir ein bisschen normales Holz, ne? Können wir mal wieder anziehen, logischerweise. Und dann gucken wir mal. Wir werden uns jetzt so, wie es sich gehört, ordnungsgemäß vorbereiten. Das Ganze ein bisschen sorgenfreier angehen. Wir müssen ja keinem was beweisen hier, oder? Ich muss erstmal aufpassen, dass ich nicht selber verrecke. Ich auf. Hör mal, hör doch mal auf jetzt. Hör doch mal auf zu verbrennen. Was ist nur los mit dir? Mann. Ja, wie gesagt, also wir bereiten uns ein bisschen besser vor. Zumindest waffentechnikmäßig. Rüstungstechnisch jetzt nicht. Wir werden mal gucken, dass wir in den Dunkelwald kommen. Ich will ein bisschen Kernholz. Ich will, Kernholz. Ich will eventuell, je nachdem, eine Trollhöhle. Das klingt jetzt total von wegen, wir bereiten uns vor und so. Klingt total widersprüchlich, ich weiß. Und dann rede ich was von einem Troll, aber ja, möchte ich. Ich möchte einen Troll legen. Ich möchte das Trollfell. Ja, machen wir schon. Warte da draußen kurz, ich bin gleich bei dir. Lass es. Lass es einfach. Mann. So, also. Ernsthaft jetzt mal. Das lassen wir da. Ich hole jetzt noch kurz ein bisschen Holz. Und dann gehen wir pennen. Dann haben wir einen Bogen. Also wir machen einen Bogen, dann gehen wir pennen. Komm du noch mit. Wir gehen erst pennen, machen dann einen Bogen. Es sind Gegner in der Nähe. Willst du mich verarschen? Dankeschön, geht doch. Wir pennen jetzt eine Runde, dann bauen wir uns den Bogen. Und in der nächsten Folge dann werden wir in den Dunkelwald gehen. Und werden dann mal schauen, dass wir andere Hölzer kriegen. Jetzt machen wir uns erstmal den Bogen. Da ist er auch schon. Das Schild lassen wir erstmal. Den Bogen lassen wir. Das kommt hier mit rein. Das Holz.
Haben wir hier drin. Funktioniert also auch. Das Feuer ernährt sich. So, komm du her. Okay, nee, wunderbar. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt da noch ins Nirgendwo rennen und einfach noch irgendwie was machen. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr einschaltet. Lasst gerne Kommentare da. Tipps bitte nicht. Tricks nicht unbedingt. Ich mache das schon selber so. Ansonsten gern Däumchen nach oben oder ein Däumchen nach unten, wie ihr das auch immer wollt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.